In dieser Interviewfolge ist Jim Mellon unser Gast, Geschäftsmann, Philanthrop und man könnte vielleicht sagen Weltverbesserer. Weltverbesserer klingt ein bisschen hochtrabend. Ich bin Geschäftsmann und gelegentlich verschenke ich Geld. Ein bisschen stimmt es also wohl. Schön, dass Sie unser Gast in Dubai sind. Sie beschäftigen sich aktuell viel mit der anstehenden Agrarrevolution. Sie haben ein Buch zum Thema mit dem Titel Moose Law herausgebracht. Worum geht es darin? Sie und ich, wir hatten gerade unsere Masken auf, was ein unerfreulicher Nebeneffekt der Pandemie ist. Woher kam diese Pandemie? Sie entstand wahrscheinlich durch unsachgemäßen Umgang mit Lebensmitteln im Fernen Osten. Wie wird es zur nächsten Pandemie kommen? Wahrscheinlich über Lebensmittelskandale in Fernost. 80% der Antibiotika werden an Nutztiere verfüttert. Das steigert das Risiko bakterieller Infektionen, bei denen Antibiotika nicht mehr wirken. Wir müssen also etwas tun, um das Pandemierisiko zu mindern. 20% der weltweiten Emissionen, die die globale Erwärmung verursachen, über die wir im Moment alle besorgt sind, stammen aus der intensiven Tierhaltung. Wenn man also Tiere nicht intensiv züchten und stattdessen Fleisch in Fabriken züchten würde, dann gäbe es diese Emissionen nicht. Ein Fünftel der Emissionen könnte eliminiert werden. Das ist großartig. 80 Milliarden Tiere werden jedes Jahr für den menschlichen Verzehr getötet, sowie 2 Billionen Fische. Wir können etwas tun, um das zu ändern. Das treibt mich an. Es gibt viele gute Dinge an dieser neuen Agrarrevolution, die gerade anfängt. Was bedeutet das für die bestehenden Industrien? Das ist eine sehr gute Frage. Landwirte, die Fleisch produzieren, werden sich umorientieren müssen. Ein bisschen so wie Bergleute von den 50er bis zu den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts eine andere Arbeit finden mussten. Oder Pferdekutschenfahrer, als das Auto aufkam. Fortschritt bringt immer neue, besser bezahlte und bessere Jobs hervor. Die Landwirtschaft ist ein Knochenjob, ein schlecht bezahlter Beruf. Vielleicht werden die neuen Industrien, die aus dem entstehen, was wir tun, besser für die Menschen im Allgemeinen sein. Es wird also Veränderungen geben, aber Veränderungen sind immer gut. Wie sehen Sie die Zukunft der globalen Lebensmittelindustrie? Meine Prognosen umfassen 3 Punkte. Erstens wird es in den nächsten 10 Jahren keine Milchprodukte mehr geben, wie wir sie heute kennen. Also Kühe, die gemolken werden, um Milch zu produzieren, die dann zu Käse oder Joghurt oder was auch immer verarbeitet wird. Diese Industrie ist im Niedergang begriffen. Zweitens Thema Fleisch. Die Hälfte des Fleischbedarfs auf der Welt wird aus der Gewinnung pflanzlicher Proteine kommen. Und dann werden wir Fleisch nach sehr hohen Standards im Labor züchten. Es wird sich nicht von dem Fleisch der besten Tierarten unterscheiden. Und dann wird die Hälfte des weltweiten Fischs in 10 Jahren aus der gleichen Produktionsart stammen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn man in der Vergangenheit viel Fisch gegessen hat, war das gut für einen. Heute enthält Fisch Mikroplastik, Toxine. Viele Antibiotika, weil die Hälfte der Fische in Fischfarmen produziert werden. Man sollte nicht mehr als 2-mal pro Woche Fisch essen. Sie sprechen das Thema Antibiotika an, wie sie in Nahrungsmittel gelangen, die dann von Menschen konsumiert werden. Was muss auf globaler und auf Regierungsebene getan werden, damit jetzt Maßnahmen ergriffen werden? Antibiotika ist nur ein Punkt. Schauen Sie sich Zucker, Salz, all die schlechten Dinge an, die so viele Krankheiten auf der Welt verursachen, wie zum Beispiel Diabetes. Das kommt von dem vielen Zucker, der in der Nahrung enthalten ist. In den 80er Jahren hatte in China 1% der Bevölkerung Diabetes. Raten Sie mal, wie viel Prozent es heute sind. 4-mal so viel? Es sind 13%. Und das liegt ausschließlich an der Einführung der westlichen Ernährung und vor allem am Zucker. Lebensmittelunternehmen verkaufen aktuell sehr viel Junkfood an die Leute. Ist Wasser eine unserer globalen Ressourcen, um die wir uns in Zukunft Sorgen machen müssen? Auf jeden Fall. Wasser gibt es oft an den falschen Stellen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber die Menge an Wasser auf dem Planeten ist identisch, seit es die Welt gibt. Es ist genau die gleiche Menge Wasser, nur eben falsch verteilt. Für die Produktion von 1 Kilogramm Rindfleisch werden 15.000 Liter Wasser benötigt. Das ist eine riesige Wasserverschwendung. Wir müssen also etwas tun, um den Wasserverbrauch zu reduzieren. Zellkulturen und pflanzliche Lebensmittel benötigen einen winzigen Bruchteil des Wassers, das in der konventionellen Landwirtschaft verwendet wird. Ein weiteres großes Thema, für das Sie sich einsetzen, ist die Lebenserwartung. Was steckt hinter Ihrer Firma Juvenescence?
Tell me about that. Das ist eher konventionelle Pharmazie. Das ist mein Ansatz in der Biotechnologie. Wir versuchen, Therapien zu entwickeln, die es den Menschen ermöglichen, im Alter gesünder zu leben. Nicht unbedingt länger zu leben, aber statt alt und gebrechlich zu werden, weil man Osteoarthritis oder etwas Ähnliches hat, wollen wir die Auswirkungen dieser Krankheiten reduzieren. Und wir glauben, dass wir innerhalb der nächsten 10 Jahre soweit sind. Signifikante Auswirkungen. Durch Stammzellen? Stammzellen sind eine Sache. Dabei geht es um Organregeneration. Eine andere Sache sind Pharmazeutika, die zum Beispiel sogenannte seneszente Zellen entfernen. Das sind Zellen, die sich ansammeln, wenn wir älter werden. Sie verursachen Dinge wie Osteoarthritis, Gebrechlichkeit, mangelnde Stabilität. Diese Zellen können wir entfernen und damit beim Menschen wieder eine gewisse Funktionalität herstellen. Muss es einen gesellschaftlichen Wandel in Bezug auf unseren Umgang mit der älteren Bevölkerung geben? Ich hoffe, dass, wenn Menschen im Alter gesünder sind, mehr Geld in die Pflege, in die einfühlsame soziale Pflege umgeleitet werden kann, dass man weniger Geld für die Pflege am Lebensende ausgeben muss, die 2/3 unserer gesamten Gesundheitsausgaben ausmacht. Wir wollen das reduzieren, sodass das Geld frei wird, um es für die soziale Betreuung älterer Menschen auszugeben, ihnen etwas zu tun zu geben, ihren Geist zu beschäftigen. Es ist eine Tatsache, dass Demenz in Bezug auf den Prozentsatz der Bevölkerung, der daran erkrankt, zurückgeht. Das hängt mit 3 Dingen zusammen. Erstens gibt es die genetische Veranlagung. Der zweite Punkt ist Zucker. Je mehr Zucker man konsumiert, desto wahrscheinlicher ist es, dass man an Demenz erkrankt. Und die dritte Sache ist Engagement. Soziale Interaktion beugt Demenz vor. Daran gibt es keinen Zweifel. Blicken wir auf Europa. Es gab den Brexit und dann kam die Pandemie. Werden wir den wirtschaftlichen Aufschwung schaffen? Großbritannien ist wieder auf dem Stand von vor der Pandemie. Ich glaube, die Europäer sind etwas im Rückstand. Aber das liegt daran, dass ihr Impfprogramm so weit zurücklag. Aber sie werden es schaffen. In den USA scheint es einen totalen Boom zu geben. Aber das liegt zum großen Teil daran, dass sie riesige Mengen an Geld drucken. Wenn man viel Geld druckt, wird das Geld entwertet. Es folgt eine Inflation. Wir sehen die Anfänge der Inflation. Es ist eine Ermessensentscheidung, ob es eine gute Sache war, all das Geld zu drucken. Aber jetzt, wo wir aus der Pandemie herauskommen, müssen sie die Zügel etwas straffen. Denn man kann nicht all dieses überschüssige Geld ohne Inflation haben. Sie ist sehr zerstörerisch, weil sie die Ersparnisse der ärmeren Leute ruiniert. Sie macht sie einfach platt, im wahrsten Sinne des Wortes. Jim Mellon, thank you so much for talking to us on interview today. It's my pleasure. Thank you. Thank you.